Das Thema Nationalsozialismus gibt es natürlich schon so lange wie den Nationalsozialismus selbst, vor allem in der Literatur. Frühe Beispiele sind etwa die Texte von Kurt Tucholsky, Leon Feuchtwangers Roman Erfolg oder Josef Roths Debütroman Das Spinnennetz, der 1923 als Fortsetzungsroman in der Wiener Arbeiterzeitung erschien und so früh in schon fast prophetischer Weise ein unglaublich düsteres Bild von kommenden Ereignissen zeichnete. Hans Falladas Roman Kleiner Mann, was nun, der das alltägliche Leben in Deutschland Anfang der 1930er Jahre beschreibt und an vielen Stellen auch den Nationalsozialismus thematisiert, erschien kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, war dann aber, weil er so erfolgreich und beliebt war, auch noch nach 1933 in Deutschland erhältlich, allerdings in leicht zensierter bzw. geglätteter Form, wenn man so will. Es wurden aus Nationalsozialisten, die in keinem guten Licht erschienen waren, unpolitische Figuren. Der Roman wurde übrigens mehrfach verfilmt, zuerst im Jahr 1933 in Deutschland selbst und ein Jahr später unter dem Titel Little Man, What Now sogar in den USA. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierten viele Kunstschaffende und veröffentlichten ihre Werke, die den Nationalsozialismus zum Thema hatten, im Ausland. Es entstanden vielbeachtete Romane wie Erich Maria Remarques Liebe deinen Nächsten, Irmgard Coins Nach Mitternacht oder Klaus Manns Der Vulkan, Roman unter Emigranten. Einige Exilanten machten nun auch erstmals die NS-Konzentrationslager zum Thema ihrer Romane. Der vielleicht berühmteste darunter war Anna Segers Das siebte Kreuz, noch 1944 von Exilösterreicher Fred Zinnemann mit Spencer Tracy in der Hauptrolle verfilmt. Überhaupt fanden in Hollywood viele exilierte Kunstschaffende während des Kriegs eine Beschäftigung, sei es als Bühnenbildner, Schauspieler, Drehbuchautoren oder Regisseure. Herausgekommen sind dabei Klassiker der Filmgeschichte. Der bekannteste ist natürlich der Film Casablanca, bei dem eine Vielzahl von europäischen Emigranten mitwirkten, darunter alleine 16 Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem deutschsprachigen Raum. Besonders hervorzuheben ist hier vielleicht auch noch die Zusammenarbeit von Bert Brecht und Fritz Lang beim Film Hangman Also Die über das Heydrich-Attentat. Aber es gibt natürlich noch unzählige weitere, heute vielleicht weniger bekannte Filme, meist Anti-Nazi-Filme mit stark propagandistischen Zügen, die oft von Exilanten inszeniert und vor allem mit Exilanten besetzt wurden, wie etwa Confessions of a Nazi Spy von Anatol Litwak oder Underground von Vincent Sherman, bis hin zu teils recht obskuren Produktionen wie The Hitler Gang, I Married a Nazi, Hitler's Women oder Hitler's Madman. Künstlerische Aufarbeitung des Nationalsozialismus begann natürlich in Deutschland und Österreich auch bereits vor der Befreiung. Allerdings geschah dies natürlich meist heimlich und wenn nicht, dann hatten die Künstler mit ernsten Konsequenzen zu rechnen. Manchen kostete diese Courage sogar das Leben, wie etwa Erich Oser, der Schöpfer der populären Vater- und Sohn-Comics, und seinem Freund, dem Schriftsteller und Liedtexter Erich Knauf, der Tänzerin und Bildhauerin Oda Schott-Müller oder dem Maler Rudolf Wacker, um nur einige zu nennen. Auch im Fall des KZ Mauthausen arbeiteten Häftlinge ihre Erlebnisse auf und betätigten sich künstlerisch. Für sie war es, wie Überlebende immer wieder betont haben, eine Frage der Selbstbehauptung, sozusagen Kunst als Gegengewicht zur Vernichtung. Auch hier geschah dies in meisten Fällen heimlich, in Ausnahmefällen, wie hier zum Beispiel im Auftrag der SS, das ist im Fall des sogenannten Ziereisbunkers, wo sich Wandmalereien befinden, die wahrscheinlich von einem Häftling, wir kennen den Künstler leider nicht, im Auftrag der Lagerführung angefertigt wurden. Die Besichtigung der Räumlichkeiten kann heute leider nicht stattfinden, es ist leider nicht möglich, aufgrund des anhaltenden Regens der letzten Tage ist leider an ein paar Stellen Wasser eingetreten und man könnte nur mit Gummistiefeln reingehen. Ich bitte Sie hierfür um Verständnis, dass es nicht möglich ist. Jetzt müssen sich diejenigen von Ihnen, die bei der Besichtigung mitgegangen wären, mit den Fotos von diesen Wandmalereien begnügen. Ich hoffe, es ergibt sich dann ein anderes Mal die Gelegenheit zu einer Besichtigung. Aber zurück zum Thema. Einige von den während der Haft angefertigten Kunstwerken zeigen wir in unserer Überblicksausstellung. So etwa das Porträt des Funktionshäftlings Johann Verzetnitsch. Ein Ölgemälde, das er vor seinem Tod im Jahr 1942 aus dem Lager Gusen schmuggeln konnte. Die 1944 entstandene Zeichnung von Edmund Görgen, der den Häftling beim Flicken seiner Kleidung zeigt. Das 1944 von Aldo Capi im Krankenrevier gezeichnete Porträt des italienischen Widerstandskämpfers Ennio Odino. Oder die 1945 entstandene Tuschezeichnung von Leo Haas, die zeigt,
was der Künstler vor seiner Baracke gesehen hat. Es entstanden aber nicht nur Zeichnungen und Gemälde in der Haft, sondern auch kunstvoll gestaltete Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel ein von einem unbekannten Häftling im KZ Mauthausen gefertigtes Schachspiel, ein im Jahr 1944 im Lager entstandenes Erinnerungsalbum mit einem geschnitzten Holzdeckel oder eine gravierte Metallplakette mit der Häftlingsnummer des Künstlers Janusz Mlinarski aus dem Jahr 1945. Das sind alles Objekte aus der Ausstellung. Nach Kriegsende war es den Befreiten dann möglich, ihre Erinnerungen und Erlebnisse aufzuarbeiten, ohne dass sie heimlich daran arbeiten hätten müssen. Es gibt unzählige Kunstwerke, die von Überlebenden angefertigt wurden, und einige befinden sich im Besitz der Gedenkstätte, und sie haben heute die Möglichkeit, sich ein paar davon genauer anzusehen und Hintergründe zu erfahren. Natürlich gibt es auch zahlreiche literarische Aufarbeitungen der KZ-Erfahrung, entweder in Romanform, wie das zum Beispiel das jüngst auf Deutsch erschienene K.L. Reich von Joachim Amat Pineja und Roman Fristers Die Mütze oder Der Preis des Lebens, oder als autobiografischer Erinnerungsbericht wie Ladislaw Sütsch Zählappell, Erwin Gostners 1000 Tage im KZ und Juri Piljas In Wahrheit war ich 17. Wobei hier natürlich die Grenzen zwischen Erzählformen manchmal verschwimmen. Mein Kollege Christian Angerer hat hierzu eine wunderschöne Anthologie mit literarischen Texten zum KZ Mauthausen herausgegeben und wird in seinem Vortrag heute dann auch noch näher auf dieses Thema eingehen. Viele dieser Texte entstanden unmittelbar nach der Befreiung, gerieten aber bald darauf wieder in Vergessenheit. Die Menschen wollten das Grauen des Zweiten Weltkriegs vergessen. Die populäre Kunst zeigte sich eher eskapistisch. Man denke etwa an die Heimatfilme und Heimatromane in den 50er Jahren. Und Kunstschaffende, die sich kritisch mit der Vergangenheit beschäftigten, wurden, und das ist natürlich bis zum Teil heute so, heftig angefeindet. Sie wurden als Nestbeschmutzer gesehen, als Unbequeme, die sich mit Dingen beschäftigen, über die man am liebsten den Mantel des Schweigens gelegt hätte. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben sich seitdem mit dem nationalsozialistischen Terror und dessen Opfern beschäftigt. Mittels verschiedener Kunstformen haben Kunstschaffende auf vielfältige Weise versucht, dem Vergessen entgegenzuwirken. Manche konventionell, andere durchaus radikal. Beispiele dieser Aufarbeitung, um jetzt zum Programm des Dialogforums zu kommen, werden wir in den kommenden 2 Tagen einige kennenlernen.